Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir behandeln ja hier immer das Thema Telefonbetrug, also Abzocke am Telefon. Momentan rufen meistens ja die Trading-Betrüger an, auch in diesem Fall wieder. Heute habe ich euch wieder viele kleine Schnipsel zusammengestellt, die keine wirkliche Videolänge an sich darstellen und zu schade wären, aber diese einfach wegzuschmeißen. Da letztendlich sind die Gespräche ja doch irgendwo aufschlussreich und dienen auf jeden Fall mindestens der Unterhaltung. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen vielen kleinen Telefonschnipseln. Hallo, noch schönen guten Tag. Ich spreche mit Günther. Ja, Günther. Günther ist mein Vorname. Ich glaube, ich bin falsch verbunden. Was? Ja, und da hat die nette Lady dann schon direkt aufgelegt und hat keine Lust mehr gehabt. Tja, so ist das halt. Die Betrüger, die nutzen oftmals oder nennen die Kunden oftmals direkt beim Vornamen. Koste es, was es wolle. Tja, aber dass man in Deutschland die Leute nicht mit dem Vornamen, sondern ausschließlich eigentlich mit dem Nachnamen anspricht, wenn man sie nicht kennt, das begreifen die Betrüger irgendwie selten bis gar nicht. Tja, das ist immer wieder das gleiche Problem. Und das wollte ich ja eigentlich nur darauf aufmerksam machen, dass ich bitte bei meinem Nachnamen angesprochen werden möchte und nicht bei meinem Vornamen. Aber da war sie dann wohl schon raus, weil sie hier wohl in diesem Fall dachte, sie ist falsch verbunden. Naja, Auslegungssache, ne? Der erste Streich, der war es dann schon und der zweite folgt zugleich. Guten Tag. Herr Gustav, hier spricht Disiki. Nee, Herr Gustav, ich rufe nicht mal Finanzmarkt. Sie haben sich bei uns gemeldet, weil Sie... Herr Gustav, hier. Nee, nicht Herr Gustav. Wen möchten Sie sprechen? Ich will mit Herrn Gustav Rentort telefonieren. Herr Rentorte, nicht Herr Gustav. Ja, genau. Ja. So, und jetzt? Sie haben sich bei uns gemeldet, weil Sie Interesse gezeigt haben, im Finanzmarkt zu handeln, richtig? Nein. Ich habe gerade Ihre Daten bekommen. Sie haben sich bei uns an Investcore registriert, damit Sie Ihre Hand... Auch das ist falsch. Wie bitte? Auch das ist falsch. Ich habe mich auf einer Werbung registriert und nicht bei Investcore. Und wann, wo habe ich Ihre Daten? Ja, weiß ich nicht, dann wird die Werbung das an Sie weitergeleitet haben, aber ich habe mich ja nicht auf Ihrer Webseite registriert, sondern bei der Werbung. Aha, also wir aktivieren Ihre Handelsquote, damit Sie weiter handeln können. Aha. Also ich kann Ihnen jetzt gerne weiterhelfen, damit Sie Ihre Handelsquote aktivieren können und Ihre Handelskarriere beginnen. Braucht man da Hilfe, ja? Aha, sehe ich. Also für die Aktivierung kann ich Ihnen gerne einen Link schicken, damit Sie alles selbst von Ihrer Seite machen können. Passt das Ihnen gut? Nö. Und wie wollen Sie das machen? Ja, weiß ich nicht. Also deswegen bin ich da, ja? Ich kann Ihnen gerne weiterhelfen damit. Aha. Also Sie machen alles selbst von Ihrer Seite. Ich schicke Ihnen nur einen Link. Und machen Sie alles von Ihrer Seite selbst. Ja, aber wozu brauche ich denn dann einen Link, wenn ich schon auf Ihrer Seite bin? Ja, also wenn Sie einen Mastercard haben, Sie können gerne in Plattform das machen. Ja. Aha, sehr gut. Jetzt also, Sie sind in Plattform, oder? Ja. Ah, sehr, die Finanzen. Ja, na, da habe ich ja schon ein Konto erstellt gerade. Ja, genau. Also, Sie sind nicht mehr aktiv, oder? Hä? Wie? Doch, ich bin ja online auf der einen Seite. Aha, sehe ich ja. Sie haben dort Finanzen. Ja, habe ich doch schon alles angelegt. Worum geht's denn jetzt noch? Sie brauchen auf die Finanzen klicken, damit Sie also die Betrage wählen können, ja? Die drei Betrage. Ja. Aha, sehe ich ja. Ich habe schon zwei Konten angelegt. Haben Sie ein Mastercard? Nö. Und welche Zahlungsmethode haben Sie? Welche Zahlungsmethode ich habe? Ja, genau. Murmeln.
Also ich meine, ist das ein Visa oder Mastercard oder ein Girokonto? Das Girokonto ist ja keine Zahlungsmethode. Ja, und wissen wir auch, also wir liegen. Man kann mit Girokonto eine Einzahlung machen, Herr Gustav. Ja, aber es ist ja keine Zahlungsmethode. Ja. Überweisung ist eine Zahlungsmethode, aber nicht Girokonto. Meine Güte, setzen Sie da Kackbratzen hin, die wirklich noch dämlicher sind als ein Stück Scheiße am Straßenrand, wirklich. Mehr Intelligenz habt ihr da nicht. Und Sie auch. Ja, danke. Ja, da habe ich sie denn gekillt. Aber letztendlich, was soll das? Ich meine, die versteht kein Wort, kann mir überhaupt nichts erklären und redet lauter wirres Zeug, was irgendwie, ja, aneinandergereiht nicht mal ansatzweise Sinn ergibt. Ich habe wirklich keine Ahnung, was die genau von mir wollte. Aber na, so verkaufen die halt ihre unseriösen, ja, Trading-Geschichten. Hallo, wunderschönen guten Tag. Wir sind jetzt hier abgezogen. Ja, Herr Rapplos, sind Sie hier, ja? Ich melde mich in die Plattform, die sollen gehen. Ja, ich kann Sie ganz schlecht verstehen. Können Sie etwas deutlicher sprechen? Tja, und das war's dann schon mit der netten Lady. Die Sprachqualität, die ist bei den ausländischen Callcentern, ja, man kennt es ja nicht anders. Zum Teil hängt das daran, dass die Musik, oder liegt daran, dass die Musik so wahnsinnig laut im Hintergrund ist. Und wenn man, halbwegs gescheite Mikrofone benutzt oder Headsets, dann filtern die natürlich die Musik aus dem Hintergrund raus. Und das Problem an der Geschichte ist dann oftmals, dass dann auch die eigene Stimme darunter leidet. Ich habe euch noch ein Telefonat mitgebracht. Hallo, guten Tag. Ja. Hier ist die Siki. Ich rufe Sie vom Finanzmarkt. Ja, Sie haben sich bei uns gemeldet, weil Sie Interesse gezeigt haben, den Finanzmarkt zu handeln, richtig? Wen wollen Sie denn sprechen? Mein Name ist Siki. Ich rufe Sie vom Finanzmarkt, also von Investcorp. Ja, und wen wollen Sie sprechen? Ich will mit Herrn Ablass sprechen. Ja, Sommerbrat. Ja, sehe ich schon. Worum geht's? Ja, und dann war die nette Tante auf einmal plötzlich weg. Aber sie hat sich dazu entschieden, nochmal anzurufen. Keine Ahnung, warum sie überhaupt aufgelegt hat. Also letztendlich, ich glaube, wir haben uns ja verstanden. Aber so sicher kann man sich ja hier immer nicht sein bei den Betrügern, ob sie überhaupt was verstehen. Sicherlich liegt's auch oftmals daran, wenn man ins Ausland telefoniert, dann sind ja die Leitungen manchmal ziemlich wackelig und brechen auch mal ab. Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil es durch 1000 Verteilschnittstellen läuft. Da braucht nur eine mal irgendwo ein bisschen Schluck aufhaben und schon ist das Gespräch hoppala gegangen. Aber sie war ja dann gleich wieder dran. Das hört ihr jetzt. Guten Tag, Herr Rüber. Hören Sie mich? Ja, jetzt höre ich was, ja. Ja, sehe ich schon. Also ich rufe Sie vom Finanzmarkt. Mhm. Sie haben sich bei uns gemeldet, weil Sie Interesse gezeigt haben, im Finanzmarkt zu handeln, richtig? Mhm. Ja, sehr, sehr gut. Ich kann Ihnen gerne weiterhelfen, damit Sie Ihre Handelskonto aktivieren können. Okay. Haben Sie schon Erfahrung im Finanzmarkt? Mhm. Sie sind Anfänger. Mhm. Okay, sehe ich schon. Also für die Aktivierung, ich kann Ihnen gerne einen Link schicken, damit Sie alles selbst von Ihrer Seite machen können. Was ist Ihnen gut? Wozu brauche ich den? Also ich schicke Ihnen einen Link, ja? Nur sagen Sie bitte, welche Zahlungsmethode haben Sie. Ist das ein Visa-Card oder Mastercard? Also damit ich richtige Link schicken kann, ja? Wozu brauche ich den Link? Also für die Aktivierung, ja? Damit Sie von Ihrer Seite Ihre Handelskonto aktivieren können. Mache ich das nicht auf Ihrer Webseite? Wenn Sie einen Mastercard haben, Sie können gerne eine Plattform machen. Wenn nicht, also ich kann einen Link von anderen Plattformen schicken, kein Problem. Deswegen, ja, frage ich. Okay. Welche Zahlungsmethode haben Sie hier rüber? Wie meinen Sie das? Welche Zahlungsmethode haben Sie? Also welche Karte, ja? Ist das ein Visa, Master oder ein Girokonto? Da habe ich N26. Wie bitte? N26. Also, Kreditkarte haben Sie nicht? Weiß ich nicht, ob das eine ist. Also, ich meine eine Visa oder Mastercard. Hallo, Herr Huber? Ja. Ja,
Also rüber. Haben Sie eine Kreditkarte? Ja, herüber, nicht herüber. Ja, herüber. Haben Sie eine Kreditkarte? Weiß ich nicht. Wozu braucht man die? Hallo? Wozu braucht man die? Herüber, also ich kann Ihnen gerne weiterhelfen, wenn Sie das wollen. Wollen Sie? Ja, ich frag doch, wozu man das braucht. Weil ich kenne sowas nicht, so eine Karte. Naja, und dann, wie immer, wird einfach aufgelegt, wenn man eine Frage hat. Letztendlich habe ich ja jetzt hier einfach nur eine ganz normale Frage gestellt. Ja, aber da man ja der deutschen Sprache so als Betrüger-Callcenter nicht so wirklich mächtig ist, es aber trotzdem immer wieder in Deutschland, Österreich und Schweiz probiert, naja, da weiß man dann aber nicht, was man antworten soll. Schön, ne? Also, ich verstehe wirklich nicht, wie die so Geld machen wollen. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es nur zum Vorteil für die Opfer sein kann. Denn, naja, mit dieser Masche oder ja, so wie die jetzt hier verfahren und arbeiten, kann man immer nur wieder hoffen, dass möglichst wenig Leute dann auch letztendlich unterm Strich beschissen werden. Es ist schon Wahnsinn, wie das immer so am Telefon abläuft. Naja, machen wir mal weiter. Guten Tag, Herr Zierlein. Hören Sie mich gut? Ja. Ja, ich danke Gott, der Krebsbranche Kontobereiter jetzt vom Krebshandel. Sie sind auf unserer Website registriert. Ich bin von Unternehmer Inertia Finance. Erinnern Sie sich daran? Von welcher Webseite? Inertia Finance. Unternehmer Inertia Finance. Erinnern Sie sich daran? Sie haben unsere Werbung gesehen. Was Krebshandel? Keine Ahnung. Was meinen Sie, keine Ahnung? Sie hatte mit meinem Kollegen gestern um 18 Uhr einen Termin, ja? Und aber sie waren nicht erreichbar, daher rufen wir heute sie an, ja? Sie haben gemeint, dass ich habe keine Zeit, rufen Sie bitte um 18 Uhr an. Und sie meinen jetzt, dass sie überhaupt keine Ahnung haben, ja? Dass es nicht an uns gilt. Nur weil ich sage, ich kann mich nicht erinnern, heißt es noch lange nicht. Ja, da hat sie mich nicht mal aussprechen lassen. Ich wollte ja eigentlich sagen, nur weil ich mich nicht erinnern kann, heißt es noch lange nicht, dass es unseriös ist. Ja, weil letztendlich, ich kann mich jetzt auch so beim Schneiden wieder dran erinnern, das war wohl die Tante, ich glaube, die hatten wir gestern in der Schnipselparty, die um 18 Uhr zurückrufen wollte und ich ihr gesagt habe, ich kann gerade nicht, ich gehe mir jetzt einen Döner kaufen. Ja, aber so ist es halt, ne? Wenn man jetzt gerade privat was zu tun hat und dann weggeht, dann naja, weiß man auch nicht unbedingt, was die da jetzt von einem wollten. Aber angerufen hat sie definitiv nicht. Hier wird wieder unterstellt, ich war ja angeblich nicht erreichbar. Naja, aber ich kann euch eins verraten. Um 18 Uhr war ich definitiv zu Hause und habe auf den Anruf gewartet. Nur der Anruf, der kam halt nicht. Wer weiß, vielleicht hat sie wieder irgendjemanden am Telefon gehabt, den sie einlullen konnte, um dann die 250 Euro zu ergaunern. Naja, und dann hat sie halt natürlich nicht bei mir angerufen. So ist das halt. Ne? Da muss man ja Prioritäten setzen. Ist ja logisch. Wenn man gerade Geld verdienen kann, dann ruft man die Kunden nicht an. Ja, und dann ruft man sie später an, um sie dann zu beleidigen, dass der Kunde ja selbst schuld war. Naja, man kennt es nicht anders, ne? Schönen Tag. Mhm. Ich spreche mit Herrn Martin. Nee. Hallo. Herr Martin gibt's hier nicht. Wie heißen Sie? Sie rufen mich doch an, was soll denn das? Das geht um Onlinehandel. Ja, aber einen Herrn Martin gibt's hier nicht. Okay. Ja, wen wollen Sie denn sprechen? Ich bin Ihre Kontoberaterin. Das geht um Onlinehandel. Wen möchten Sie sprechen? Ja, also, schönen Tag, tschüssi. Dumme Kuh. Tja, da haben wir wieder das Problem mit dem Nachnamen, den sie nicht aussprechen konnte, höchstwahrscheinlich. Tja, das ist immer wieder so bei den Betrügern und irgendwie auch ein Alleinstellungsmerkmal für Betrüger. Denn Deutsche versuchen es wenigstens, irgendwie den Kunden anzusprechen, auch wenn der Name nachher nicht so gut klingt. Dann entschuldigt man sich halt dafür. Aber Betrüger versuchen es halt gar nicht erst. Das liegt einfach daran, dass sie den Namen gar nicht erst aussprechen können, weil sie aus irgendeinem Land anrufen, ja, wo man eben die Umlaute und so weiter vielleicht gar nicht erst sprechen kann. So ist das halt, ne? Aber vielleicht sollte man sich da ein bisschen mehr Mühe geben, wenn man die Leute irgendwie abzocken möchte. Sprechen mit Herr Zillein? Hm? Jetzt kommt der Berater in Lena am Apparat. Ich hoffe, Sie von CryptoCode an. Sie haben sich angemeldet, ja? Aha, also aus dem Callcenter rufen Sie mich an, ja?
Wie bitte? Sie rufen mich aus dem Callcenter an. Ja, Sie haben sich für CryptoCode angemeldet. So, Sie haben Interesse am Online-Handel gezeigt. Ja, genau, ja. Darf ich wissen, ja, haben Sie schon mal Erfahrung oder das ist Ihre allererste Mal? Ja, geht so. Wie bitte? Ja, geht so, sag ich. Sie haben Erfahrung mit Kryptos? Mhm. Okay. Welche Krypto genau? Bitcoin? Warum wollen Sie das wissen? Vielleicht, ich soll wissen, ob unsere Kunde etwa Erfahrung hat oder sind Anfänger. Ja, habe ich Ihnen doch jetzt gesagt. Wer bitte? Habe ich Ihnen doch gerade gesagt. Sie haben gesagt, dass Sie Erfahrung haben, ja? Ja, ein bisschen, ja. Okay, so. Herr Zillein, mit wie viel Betrag wollen Sie anfangen zu handeln? Das ist dann immer so gleich die zweite Frage, wenn man jemanden anruft, anstatt erstmal seriös das Unternehmen vorzustellen. Ich fühle, dass Sie auch nicht seriös sind. Ich frage etwas und Sie antworten nicht richtig. Was ist denn los, dass Sie sagen, mit welcher Krypto Sie gehandelt haben vorher? Naja, das Problem ist, dass hier eigentlich ausschließlich nur Kakerlaken und Betrüger anrufen, die Menschen erpressen und abzocken. Und da gehören Sie ja scheinbar auch dazu. Sie können ja nicht mal vernünftig Ihre Firma vorstellen. Im Hintergrund läuft Musik und ja, Ihr Deutsch ist auch furchtbar. Was ist daran schlimm, wenn im Hintergrund Musik läuft? Was ist daran schlimm? Ja, sowas machen ausschließlich unseriöse Unternehmen. Echt? Ja. Ich wüsste das nicht. Ja, das ist mir schon klar, dass man das nicht weiß, wenn man ausschließlich auch nur in einem unseriösen Unternehmen gearbeitet hat. Ja, natürlich. Ja. Und Sie wissen alle unseriöse Firmen, ja? Nicht alle, aber viele, ja. Okay. Okay. Wiederhören, Herr Zillein. Ja, ganz bestimmt sogar. Ja. Wiederhören. Na, wie die sich auf jeden Fall gefreut hat. Tja, aber Mühe gegeben hat sie sich ja auch nicht, das Ganze irgendwie richtig zu stellen. Naja, also können wir das auf jeden Fall ganz beruhigt so stehen lassen, dass es sich wohl hier um eine betrügerische und abzockerische illegale Firma handelt, die hier bei uns angerufen hat. Hallo, schönen guten Tag. Die Luisa aus Kanzlerin. Ich kann nicht verstehen. Irgendwie ist Ihr Mikrofon ganz abgehackt. Tut mir leid, ich habe versucht, die Luise Aufgang zu erreichen. Nee, eine Luise Aufgang gibt's hier nicht. Luis. Luis, ja. Luis, dann Luis. Das sind Sie? Ja. Super, dann Michael Meyer, mein Name von Tether Global. Ich sehe, dass Sie sich bei uns für den Bitcoin-Handel registriert haben. Ja, richtig. Keine Ahnung, wann denn? Sollte heute gewesen sein, vor 20 Minuten ungefähr. Nee. Nee, haben sie nicht. Okay, dann war es wohl ein Fehler. Tut mir leid. Ich hab nur. Genau, da wartet man nicht mal darauf, bis der Kunde ausgesprochen hat und legt dann einfach direkt auf, ohne Wenn und Aber. Tja, sobald man nichts verdienen kann, ist der Kunde dann auch logischerweise nicht mehr interessant. Und dann kann man das Ganze ja natürlich sofort abwürgen. Unfassbar seriös, ne? Hallo, aus der Bengel, ja? Ja. Guten Tag, hier ist Dante O. Ich rufe Sie von der Europäischen Haupthandelszentrale. Sie sind auf unserer Währung registriert, deswegen rufe ich Sie an. Ach so. Ich bin Ihre persönliche Kontoberater und jetzt bin ich dabei, hier Ihnen alles Schritt für Schritt erklären und danach Ihnen helfen, Ihre Konto bis Ende zu aktivieren. Am Anfang habe ich ein paar Fragen für Sie, okay? Haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich oder sind Sie neu bei uns? Ja. Okay, jetzt interessiert mich, was ist Ihre Motivation? Warum sind Sie jetzt mit Onlinehandel interessiert? Braucht man die Frage, ja? Wunderschön. Jetzt sagen Sie mir bitte, mit welchem Betrag wollen Sie es ausprobieren? Mit einem Euro. Ja. Erstes normales Konto mindestlang ist 250 Euro.
um ein aktives Konto auf dem Finanzmarkt zu haben. Damit erhalten Sie eine automatische Software, das was Sie ganz eigenständig kauft und verkauft, durch algorithmische Statistiken. Einen personalischen Finanzexpert kriegen Sie auch noch zugewiesen, mit mindestens 8 Jahren Erfahrung. Der erstellt die besten Handelsstrategien für Sie und stellt das automatische Handelssystem individuell für Sie ein. Okay? Wie viel machen Sie investieren? 1 Euro. Bitte? 1 Euro. Wie heißt deine Bank? Meine Bank? Welche Karte verwenden Sie zur Aktivierung? Visa Card oder Mastercard? Ja. Welche? Ja. Ja, ist richtig. Wie viel mochten Sie investieren? Na, 1 Euro. Tja, wenn man mich die ganze Zeit fragt, wie viel ich investieren möchte, dann bleibe ich natürlich bei dem 1 Euro. Weil letztendlich, mehr würde ich da auch sowieso nicht investieren bei diesen tollen, unseriösen Unternehmen. Denn, wie wir alle wissen, da holen wir definitiv kein Geld raus, sondern wir machen eher Minus. Das ist, denke ich mal, vollkommen logisch und absolut klar, dass man da bei den Leuten definitiv nichts verdienen kann. Von daher, lasst die Finger von solchen komischen Geschäften. Ach, Lutz? Nee, das ist mein Vorname. Wie heißen Sie? Lutz Voldemort. Genau. Herr Voldemort, ich bin Ihre Kontoberaterin, Svea Fischer von Globales Finanzmarkt. Und was ist so lustig an meinem Namen? Was? Was ist so lustig an meinem Namen? Das ist nicht lustig, Herr Voldemort. Aber Sie haben gelacht. Ja, was ist los? Ja, ist nicht höflich. Sie haben angemeldet, unsere Plattform, in Astia Finance. Ja. Ja, und Sie wollen Ihren Handel beginnen. Vielleicht, ja. Aha, ich will gerne Ihnen zu helfen, wir können zusammen Ihr Konto aktivieren. Also, können Sie mir sagen, das ist Ihr erstes Mal oder Sie haben schon Erfahrung? Ja, das ist mein erstes Mal. Möchten Sie mir mal was über Ihre Firma erzählen? Ja. Na dann los. Also, Sie können bei uns versuchen, so viele Produkte, zum Beispiel Kryptowährungen, Aktien, Rohstoffen, und Sie können anfangen, Ihre Handel als so verschiedenen Produkte, ja? Also, Sie bekommen auch Probezeit von unserer Seite nach Aktivierung und Sie können arbeiten mit professionellen Finanzisten, Herr Lutz. Ja, kann man die also, Probezeit auch weglassen? Nach der Aktivierung, Sie bekommen 2 Wochen. Sie können anfangen und wenn Sie beginnen zum Beispiel mit 500 Euro oder mit 1000 Euro, Sie bekommen Probezeit Geld, 30% von diesem Geld, ja? Und Sie können mit diesem Geld anfangen, nicht direkt mit Ihrem Geld anfangen. Also Sie arbeiten mit den professionellen Finanzisten und Sie sollen alles erklären und zeigen, wie das läuft, wie viel Sie können Gewinn haben, ja? Das alles. Ja. Alles klar. Also jetzt, wie viel Sie wollen anfangen als Anfänger? Ja. Wie viel Geld Sie wollen beginnen? Wie viel Geld ich beginnen? Mhm. Weiß ich nicht. Sie wissen nicht, wie viel. Genau. Vielleicht ich kann Ihnen so helfen, ja? Ja. Sie können also mit 1000 beginnen. Ich kann geben Ihnen circa 400 Euro als Bonus. Ja. Also, Herr Lutz, momentan, Sie sind bei uns. Können Sie mir sagen, was sehen Sie bei uns? Ich bin gerade nicht am Computer. Herr Lutz? Ja? Was machen Sie gerade? Was ich gerade mache? Ja, was machen Sie gerade? Scheißen. Was? Scheißen. Scheißen? Scheißen. Scheißen? Ja. Was das bedeutet? Ja, kacken. Sie sind nicht normal, ja, vielleicht. Sie sind ein bisschen blödes Person. Beleidigen Sie immer Ihre Kunden? Arschloch. Warum beleidigen Sie Ihre Kunden?
Tja, wenn die nette Tante mich fragt, was ich da gerade so mache, dann kriegt sie auch eine ehrliche Antwort. Tja, aber dadurch, dass sie damit nicht gerechnet hat, ist ihr wohl mal wieder die nette Sprache entgleist. Naja. Ich hoffe, euch hat die kleine Schnipselparty wieder gefallen. Jede Menge kurze Anrufe. Und wenn ja, dann zeigt's mit einem Daumen nach oben. Ja, und wer möchte, findet jetzt hier noch eine Playlist mit vielen weiteren Videos auf diesem Kanal. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Ciao, ciao.